Es sind Sekunden, die über Leben und Tod entscheiden. Dieser Rentner rettet sich aus seiner Feuerwohnung in Hamburg mit dem Sprung aus dem Fenster. Meter hoch schlagen die Rauchschwaden aus diesem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Billstedt. 120 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen im Hinterhof. Vorne zur Straße hin schreit ein Ehepaar um Hilfe. Der 70-jährige Mann hat schlimme Verbrennungen am rechten Bein erlitten, rettet sich mit dem Sprung in ein schnell aufgespanntes Laken. Zwar lässt er seine Frau zurück, doch die kann sich wenig später ebenfalls per Sprung retten. Eigentlich vom Balkon springen und ein paar Leute hier draußen, die alles Kinder und Frauen, alles schreien. Am Sonntagnachmittag gingen gleich mehrere Notrufe bei der Einsatzzentrale ein. Die Feuerwehr ruft sofort dritte Alarmstufe aus und geht von vielen Verletzten aus. Zum Glück stellt sich dies als falsch heraus. Insgesamt retten die Einsatzkräfte 6 Bewohner, darunter auch Kinder, vor den Flammen. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.